3, 1. Jo, eben gerade gab es kurz ein Video auf meinem Kanal. Das ist aber leider weg, weil da gab es Komplikationen, weil das Internet hier so kacke ist. Jetzt nochmal ein Video, damit die Leute wissen, ich lebe. Ja, ich habe ja erzählt, ich habe eine Grippe und eigentlich wollte ich schon längst wieder Videos produzieren. Ich hatte erst so eine Magen-Darm-Grippe. Jetzt liege ich hier im Krankenhaus, hat sich halt ein bisschen verschlechtert das Ganze. Hier kann man ein bisschen mein Zimmer sehen. Ja, hier ist eine coole Uhr. Da ist ein Fernseher. Ja, und da ist ein Mülleimer. Ist der Wahnsinn. Und ja, ich habe auf jeden Fall erhöhte Entzündungswerte im Herz. Und es ist davon auszugehen, dass ich eine Herzmuskelentzündung habe. Und deswegen muss ich jetzt hier noch im Krankenhaus bleiben. Wie lange, weiß ich nicht. Übers Wochenende wahrscheinlich. Und ansonsten muss ich mich dann ganz doll schonen, was total ätzend und nervig ist, weil ich mich nicht gerne schone. Aber ich muss halt. Mir ist langweilig, deswegen mache ich das Video. Und weil es cool ist, Vlogs aus dem Krankenhaus zu machen und eine Wand zu filmen, ist total lässig. Das werden bestimmt demnächst auch alle YouTuber machen, weil das ist so ein neuer Trend, den ich jetzt gerade hier losreiße. Mülleimer filmen. Ja, wenn es mir besser geht, werde ich euch auf jeden Fall informieren. Ich hoffe, dass wir bald wieder ganz viele tolle Spiele gemeinsam erleben und dass das Jahr 2018 trotz dem beschissenen Start, ich glaube, so kann man es auf jeden Fall nennen, trotzdem ein tolles Jahr wird mit ganz vielen coolen Projekten und Aktionen auf dem Kanal. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall ein schönes Wochenende und falls Menschen da draußen auch gerade krank sind, eine gute Besserung. Denn die Gesundheit ist auf jeden Fall das Wichtigste im Leben. Das merkt man immer dann, wenn man krank ist. Danke fürs Zuhören. Bis demnächst und tschüss.